Name ist Peter Autschbach und ich bin hier am Stand der Alton OHG. Das ist eine Firma, die stellt Klangstühle, Klangwogen, Klangmusikinstrumente her, bei denen man die Musik nicht nur hören, sondern auch fühlen kann. Und Kaspar Habecke hat mir, das ist der Altonmann, Kaspar Habecke, der hat mir gesagt, dass auf seiner Klangwoge, das ist eine Klangliege, bei der man die Musik eben nicht nur hören, sondern auch fühlen kann, dass auf dieser Klangwoge meine Musik ganz besonders gut klingt, und hat mir ein Stück als Beispiel laufen lassen. Und das gefiel mir selbst sehr gut, das auch mal zu fühlen, statt nur zu hören. Und dann kamen wir auf die Idee, eine ganze CD zu machen mit Musik für die Klangwoge. Und dieses Album erscheint jetzt im April, das heißt Slow Motion. Das ist meine neue Akustikgitarren-CD mit sehr entspannter, sehr ruhiger Musik. Und das freut mich sehr, dass wir da zusammengekommen sind und wir diese Sachen jetzt präsentieren können hier auf der Musikmesse. Und ja, zu mir, ich bin Gitarrist, Komponist, Lehrbuchautor. Ich habe zum Beispiel hier mein Band 2 vom neuen Lehrbuch für Kinder, Gitarre lernen mit Zacke und Bob, erscheint beim Schott Verlag. Deswegen bin ich hier nicht nur für Alton unterwegs, sondern auch für den Schott Verlag. Ja, jetzt hier am Stand von Alton reden wir natürlich über Alton Musikinstrumente. Es gibt alle möglichen Percussion-Instrumente, die alle in Handarbeit gefertigt werden. Ich hoffe, Kaspar geht damit konform, was ich erzähle über seine Firma. So genau bin ich natürlich nicht informiert, aber ich erzähle mal einfach, was ich weiß. Diese Klangstühle haben an der Rückseite ganz viele Saiten, die alle auf den gleichen Ton gestimmt sind. Und wenn man da drin sitzt, dann kann jemand anderes diese Saiten anschlagen. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, weil man hört die Töne und die erzeugen so eine Schwingung, die man dann auch spürt. Und das ist total beruhigend. Bei diesem Stuhl braucht man natürlich einen Menschen, der dann die Saiten auch anschlägt. Das heißt, dieser Stuhl funktioniert nicht von allein. Ja, das hier ist jetzt alles in der Horizontalen, eigentlich dasselbe Prinzip wie der Klangstuhl. Auch Saiten, die man anschlagen kann, die dann allerdings jemand anders natürlich anschlagen muss. Hier kann man sich dann richtig reinlegen und das genießen, die Klänge. Ja, das ist meine neue CD Slow Motion, die ich gemacht habe für die Klangwoge. Die Klangwoge ist diese Klangliege hier. Da sind Lautsprecher eingebaut, mit denen man die Musik spüren kann. Man hört die über Kopfhörer oder über Lautsprecher. Hier sind Kopfhörer, man kann das ausprobieren. Und dann werden diese Lautsprecher in der Liege dafür sorgen, dass man die Vibrationen in den Bässen vor allen Dingen spürt. Und ich habe beim Aufnehmen der CD Slow Motion eine Klangwoge zur Verfügung gehabt und habe immer wieder ausprobiert, ob diese Klänge denn auch zusammen mit der Musik optimal funktionieren. Und habe dann immer wieder getestet, wie fühlt sich die Musik auf der Klangwoge an, und kann jetzt ganz stolz sagen, es ist klasse geworden.